Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Da ich letzte Woche vor leeren Regalen stand in einem Drogeriemarkt und dann bin ich weitergefahren, weitere Drogeriemärkte, überall ausverkauft, die Desinfektionsmittel und zwar alle, also die, wogegen antibakteriell wirken und natürlich auch die anderen. Erstmal zur Info, antibakterielle Desinfektionsmittel, die nicht gegen Viren wirksam sind, bringen euch beim Coronavirus überhaupt nichts. Lasst es, ja. Kauft nicht alles, was momentan irgendwie als Desinfektion verkauft wird. Das sind teilweise Tüchlein, die helfen vielleicht, wenn du irgendwie, was weiß ich, eine schmutzige Hand hast. Das bringt aber überhaupt nichts gegen einen Virus wie den Coronavirus. Wenn, dann braucht ihr ein richtiges Desinfektionsmittel. Deshalb zeige ich euch heute mal, wie ihr selber ein Desinfektionsmittel machen könnt. Und zwar nicht irgendeins, weil was mich geärgert hat auf YouTube, jeder macht ein Video für Desinfektionsmittel und dann sind das überhaupt keine wirksamen Desinfektionsmittel. Deswegen, diese Rezeptur, wo ich euch jetzt zeige, ist die offizielle Rezeptur der Weltgesundheitsorganisation. Hört ihr in vielen Videos gerade, die WHO, ja, das ist die World Health Organization, das ist die Weltgesundheitsorganisation. Könnte man vielleicht mal dazu sagen. Die haben für Drittweltstaaten, lacht nicht, aber es ist wirklich so, diese Rezeptur vorgestellt. Also wenn keine Desinfektionsmittel vorhanden sind, weil das ja eigentlich teuer ist und in solchen Ländern eben oft nicht vorrätig, dass sich die Helfer dort vor Ort selbst behelfen können mit günstigen Zutaten. Zur Herstellung braucht ihr Ethanol, dann braucht ihr Wasserstoffperoxid und dann braucht ihr noch eine kleine Menge Glycerol. Dazu braucht ihr dann noch 110 ml abgekochtes Wasser. Ich habe hier allerdings immer die Hälfte genommen, das heißt, ich habe hier 55, weil ich das in so eine Sprühflasche reinmache, die hat 0,7 Liter. Das reicht euch, also macht nicht gleich einen Liter oder 10 Liter, wie ich teilweise die Anleitung gesehen habe, nehmt die Hälfte. Die Rezeptur mit den Mengen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung unten, ne? Mit den genauen Mengen. Ihr braucht dann ca. 415 ml Ethanol mit 96%. Dann braucht ihr Wasserstoffperoxid, 3%iges, hier 22 ml. Dann braucht ihr Glycerol, ca. 8 ml. Und dann braucht ihr diese 55 ml abgekochtes Wasser. Das Ganze ergibt dann einen halben Liter Desinfektionsmittel. Und zwar wirksames Desinfektionsmittel. Also hört auf mit irgendwelchen Aloe Vera Säften und sowas. Das ist totaler Unsinn. Ja. Das ist ein von der Weltgesundheitsorganisation vorgegebenes Mischungsverfahren. Und das funktioniert eben auch beim Coronavirus. Mischen wir also mal drauf los. Als Grundlage dienen hier 55 ml abgekochtes Wasser. Abgekocht ist wichtig, also vorher aufkochen lassen, abkochen, dann erst benutzen, sonst funktioniert es nicht. Dann nehmt ihr das Ethanol mit 96% und gebt es hier dazu. Seid bei diesen Zusatzstoffen vorsichtig, das sollte niemals in die Augen gelangen. Also ihr müsst da ein bisschen vorsichtig mit sein. Diese Stoffe werden jetzt überall verkauft, auch in Apotheken und so. Geht schon langsam aus. Die sind nicht so ohne. Also das kann Hautreizungen verursachen, darf auf keinen Fall ins Auge gelangen. Passt da bitte auf. Das ist nicht so, kein Spaß, wenn ihr das ins Auge bekommt. Ja? Als nächstes machen wir das Wasserstoffperoxid rein. Das sind in dem Fall 22 ml für einen halben Liter Desinfektionsmittel. Das Wasserstoffperoxid sollte mit 3%iger Konzentration sein. Das ist optimal. Teilweise kriegt man das mit 6%, nehmt die 3%. Reicht völlig aus, ist dann hautschonender. So, als letztes geben wir noch das Glycerin rein. Davon nehmen wir ca. 8 ml. Und das Ergebnis ist, wie ihr seht, ein halber Liter Desinfektionsmittel mit diesen Zutaten. Dann vermischt ihr das Ganze gut. Ihr könnt natürlich auch gerne Handschuhe tragen, so Einweghandschuhe. Aber da ihr das sowieso nachher an den Händen benutzt, halte ich das jetzt für übertrieben. Wichtig ist einfach, dass ihr aufpasst, es nicht in die Augen zu bekommen. Das ist Hautreizen, das ist gefährlich. Achtet also darauf. So, das war es im Prinzip schon. Fertig ist unser eigenes Desinfektionsmittel. Ihr seht, das ist ganz einfach. Ich würde euch empfehlen, füllt es natürlich in irgendeine Flasche ab, die ihr zumachen könnt. Hier mit so einem Trichter könnt ihr das gut machen. So hier einmal nach oben. Dann langsam reinschütten, ja, dass das nicht spritzt. Ihr könnt natürlich auch eine Brille anziehen, eine Lesebrille, irgendwas, damit ihr keine Spritzer abkriegt. Das wäre für die Augen wirklich wichtig. So. Dann würde ich euch persönlich noch empfehlen, jetzt habt ihr ja hier einen halben Liter Desinfektionsmittel, das reicht wirklich lange, also macht erstmal
einen halben Liter und dann schauen wir mal. Und dann könnt ihr immer wieder neu machen, wenn ihr die Zutaten habt, dann ist es ja kein Problem. Ihr habt gesehen, das dauert 5 Minuten. Ich würde euch empfehlen für unterwegs, besorgt euch bei einem Drogeriemarkt. Ich habe das jetzt hier bei einem bekannten großen Drogeriemarkt gekauft. Kriegt ihr fast überall. So ein kleines Fläschchen. Und dann füllt ihr das hier rein für zum Mitnehmen. Ja. Immer vorsichtig sein, das ist wie gesagt wirksam und dementsprechend auch nicht ganz harmlos. So, dann könnt ihr das nämlich so mitnehmen, das ist sehr praktisch für unterwegs. Also wenn ihr auf der Arbeit seid und ihr sagt, okay, ich möchte jetzt mich mal desinfizieren, weil ich irgendwas anfassen musste, mir geht es gerade öfters so. Weil was mir persönlich aufgefallen ist, alle reden über den Coronavirus im Fernsehen, alle sagen, man soll vorsichtig sein und Kontakt. Und dann gehst du an den Supermarkt und dann wollen die Leute dir das Geld, das Rückgeld in die Hand geben. Ja? Das heißt, eine Verkäuferin, die den ganzen Tag tausende von Kundenkontakten hat, gibt dir das Geld hier so in die Hand. Ja? Ich meine, da braucht man keine Vorsorge mehr machen, da braucht man kein Desinfektionsmittel. Wenn ihr sowas habt und ich sage, legen Sie es bitte hin inzwischen, da sind sie immer ein bisschen genervt, aber ich sage mir, was soll's, ja? Das sind ja Leute, die den meisten Kontakt haben, da denken viele nicht dran. Vor kurzem bin ich in die Apotheke, ich verreise und wollte mir noch für meine Reiseapotheke ein paar Sachen kaufen. Das ist medizinisches Fachpersonal in der Apotheke. Was macht der? Der gibt mir alles in die Hand mit Kontakt hier. Gerade ein Apotheker, der den ganzen Tag ja auch mit kranken Leuten zu tun hat. Ja? Wenn dieser Virus über Kontakt übertragbar ist, dann bitte leg mir das auf die Theke, ich lege das Geld auf die Theke, leg's auf die Theke. Ja? Natürlich kann das auch über die, vielleicht übers Geld kommen, aber ich habe kein gutes Gefühl, wenn mir jemand, der den ganzen Tag nur mit Kranken zu tun hat, da ist sicherlich auch der ein oder andere vielleicht mal dabei, der wirklich Coronavirus hat, und dann gibt er mir alles in die Hand, so hier direkt, das bringt ja nichts. Ne? Wenn ihr das dann unterwegs verwenden wollt oder auf der Arbeit, ich meine auch Flächen oder so desinfizieren kann man natürlich auch damit, dann einfach etwas in die Hand, einreiben, richtig so zwischen den Fingern, das ist wichtig, auch wenn ihr Hände wascht. Das machen die Ärzte auch immer so. Also praktisch auch hier hoch noch, ja. Nicht nur einfach so machen, sondern ihr müsst in die Zwischenräume auch rein, das ist ganz wichtig. Ja? Und dann könnt ihr das zwischendurch desinfizieren, fertig. Und der Alkohol verflüchtigt sich dann und dann hat sich das Thema erledigt. Alle Zutaten, die wir hier benutzt haben, die kriegt ihr in fast jeder Apotheke. Wenn ihr es machen wollt, ruft einfach mal vorher an. Es gibt Apotheken, die verkaufen es auch nicht mehr unbedingt, ja, weil die brauchen natürlich die Zutaten auch für ihre eigenen Sachen. Gerade den Alkohol und auch das Wasserstoffperoxid, ganz stark nachgefragt gerade. Ich würde vorher kurz anrufen, ob sie es da haben, ob sie es verkaufen. Und dann erst könnt ihr auch reservieren und dann könnt ihr es mit nach Hause nehmen. Mischt euch das kurz zusammen, füllt euch das ab, wie ihr wollt. Und dann habt ihr ein gutes Desinfektionsmittel, was wahrscheinlich deutlich besser ist, wie das meiste, was ihr irgendwo im Drogeriemarkt kauft. Ja? Die meisten dieser Sachen sind gegen Viren total unwirksam. Ja? Deshalb macht euch lieber, kauft euch was Gescheites, wenn ihr noch kriegt. Momentan, wie gesagt, sieht schlecht aus. Ansonsten macht euch lieber selber was wirklich offiziell anerkannt ist und geht nicht auf irgendein Video, wo irgendeine Mama-Bloggerin dann ein Desinfektionsmittel aus Aloe Vera und Teebaumöl macht. Ja, das bringt nichts. Ja? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über ein Like und wenn ihr meinem kleinen Kanal folgt. Bis dann, euer Alex.